Zwei Monate Karibik und wir verlassen unsere siebte Insel Martinique im Morgengrauen. Ich richte jetzt Schwimmweste und Regenjacken her. Ich glaube, da werden wir nicht offen bleiben. Patreon ist eine tolle Möglichkeit, meine kreative Arbeit zu unterstützen und ihr bekommt dadurch Einblicke, Behind the Scenes und vieles mehr. Saint-Pierre, die ehemalige Hauptstadt der Insel, bleibt hinter uns. Montpellier. Fast ohne Wolken. Ein seltener Anblick. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und die Glocke drückst. Ich richte jetzt Schwimmweste und Regenjacken her. Wir kommen aus der Abdeckung der Insel raus. Und es schaut ziemlich grau aus da vorne. Ich bin schon gespannt, was uns da erwartet. Noch schnell ein Kaffee. Ich würde so gerne einen Wal sehen. Bisher hatten wir kein Glück. Vielleicht ist das mit den Walen so wie mit den Delfinen, dass man sie eher in der Früh und am Abend sieht. Was sagst du? Schauen wir mal. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall die Einheimischen befragen in Dominica, wo sie angeblich zu der Jahreszeit ja sind. Sonst müssen wir mit dem Whale-Watching-Boot mitfahren. Die wissen genau, wo die sind. Der Himmel wieder freundlich, wir setzen zuversichtlich unsere Segel. Aber schon recht bald später. Wo ist der Wind? Thomas versucht es mit Teflonspray. Leider, wir müssen mit dem Motor antauchen. Kurz einmal, mal schauen. Jetzt haben wir noch 50 Knoten Wind, aber vielleicht kommt er ja wieder. Wieso dümpeln wir so dahin? Wir dümpeln so dahin, weil uns erstens einmal, weil der Wind viel, viel weniger ist als in der Vorhersage. Und weil uns unser Code Zero oder auch unser Knacker noch fehlt. Den haben wir ja noch nicht. Und ja, das werden wir jetzt wohl abwarten müssen und heute ein bisschen gemütlich dahin schunkeln.
Aber du hast ja schon eine Entscheidung getroffen und auch eine Bestellung aufgegeben für das neue Segel. Genau. Unsere Tradewind-Sails haben wir schon bestellt. Und die können wir dann quasi auch zusammenfalten. Dann sind sie Genaker, also die haben quasi zwei Funktionen. Die können sowohl vor dem Wind mit zwei Flügel eingesetzt werden oder zusammengefaltet als Genaker. Und ja, die sollten Mitte März in Antigua sein. Das passt super gut, weil da sind wir auch gerade am Weg zurück aus dem Norden und da werden wir die Segel dann in Antigua abholen. Genau gesagt haben wir nicht die Bestellung aufgegeben, sondern einen Zeitslot reserviert. Da vorne schaut es trotzdem unvoll. Ja, aber das ist das von uns wegziehende. Ja. Ja, passt. Das ist vorne weg, also das holt jetzt nicht mehr ein, das ist schon rutsch. Okay. Sieht bei uns jetzt normal aus. Na gut, ich habe die Regenjacke rechts hingelegt und die Schwimmweste. Na, jetzt wird es wieder ein bisschen schocken. Ah, da ist der Katamaran, den ich das ist ja auch vorgeschlagen hätte. Kommt aber ganz schöne Dünung rein. Oh ja, wahrscheinlich sind wir wieder. Drittes Reff sicher ist sicher. Schaut doch recht mächtig aus. Ja. Bitte? 31 Knoten. Also er legt zu. Er legt zu, der Kerl. Wie schaut's aus? Windig. Sehr windig. Wirklich sehr windig. Und regnerisch natürlich. Regnet bis herein. Ja, der Regen kommt jetzt. Vielleicht sollten wir es umgekehrt machen, das da und das mit dick. Ja. Alles gut im dritten Reif. Ah, jetzt haben wir so um die 30 Knoten Wind. Aber es läuft wunderbar. 9 Knoten Speed. Und ein bisschen viel Regen. Wir nützen den Regen gleich, um das Wasser sauber zu machen. Der Regen ist vorbei, der Wind hat sich jetzt so auf 20 bis 23 Knoten eingependelt, das ist schon sehr schön. Was ist deine neueste Erkenntnis? Ich habe mich jetzt gerade, weil wir uns überlegen, wie wir denn das Schiff jetzt elektrisch weiterentwickeln und was wir an Solarzellen brauchen und einen Windgenerator, vielleicht auch einen Potenzial. Und dann habe ich überlegt, es wäre wahrscheinlich klug gewesen, wenn wir das Schiff ganz zu Beginn mit einem elektrischen Motor und einem Dieselmotor ausgerüstet hätten. Der Elektromotor könnte als Generator arbeiten
wenn wir segeln. Gleichzeitig den Generator, den wir haben könnten, hätten wir den Maschinenraum geben können. Der hätte also im Dauerbetrieb auch den Elektromotor schmeißen können. Und ja, die Idee haben wir aber leider Gottes zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Ja, fast. Fast, ja, ja. Die Frage, ein vollelektrisches Schiff, das haben wir schon geklärt, aber da hat uns die Werft dann abgeraten davon und das würde ich auch heute sagen, ist sicher herausfordernd mit so einem Schiff. Aber Hybrid, das wäre echt gescheit gewesen. Was hat antarktische Temperaturen? Ja, 26 Grad. Ja, aber mit dem Wind ist es kalt. Wie schaut sie aus? So. Na bitte, die ist aber kunstvoll. Vogel und so. Das können wir schon machen. Mhm. Ausbaumen können wir eh nicht wirklich, aber wir können zumindest einmal wieder aufs Erste hinaufgehen, oder? Nach dem Manöver wird geruht. Ja, vor allem nach dem Essen. So. So, jetzt haben wir da wieder erstes Reff drinnen und unser Vorsegel. Butterfly, ja, momentan der beste Kompromiss. Unser Tradewind Runner ist ja noch nicht hier. Der wäre jetzt das perfekte Segel. Nachdem die Überfahrt, sagen wir, abwechslungsreich war, fahren wir in Bosmaus Dominica ein und suchen. Ich weiß nicht wie lang, aber ich glaube, wir haben jetzt 2 Stunden Ankerplatz gesucht und Ankerversuche unternommen. Es ist extrem eng hier, es gibt viele Hindernisse. War nicht einfach, also sowas haben wir noch nie erlebt. Wir übernachten und fahren zügig weiter Richtung Norden. Unser heutiges Ziel, ausgehend von Dominica, ist diese kleine Insel. Terre de Haute. Wir hoffen, dass wir hier einen Platz bekommen. Sie ist sehr beliebt, es soll hier wunderschön sein. Und hier nochmal ein Überblick der Strecke zu diesem außergewöhnlichen kleinen Inselarchipel. Die Îles de Sainte, die Inseln der Heiligen, sind eine zur Guadeloupe zugehörigen Inselgruppe. Sie liegen ca. 15 Kilometer von der Hauptinsel entfernt. Fischernetz-Slalom. Wer findet die Flaschen? Die Plastikflaschen.
oder die Mini-Bojen. ...2661 Einwohner und 12,8 Quadratkilometer. Die zwei Hauptinseln sind Terre des Hôtes und Terre des Bas. Die Inseln verdanken ihren Namen Christoph Kolumbus, der hier Allerheiligen 1493 anlegte. Die ersten französischen Siedler ließen sich 1648 nieder. Wir haben gut gegessen und werden dann nach einer kurzen Mittagspause auf den angrenzenden Hügel hinaufwandern und schauen, ob wir von oben eine gute Aussicht auf unser Schiff haben und auf diese Bucht. Aufgrund ihrer strategisch vorzüglichen Lage, dem sogenannten Gibraltar der kleinen Antillen, wurde lange zwischen England und Frankreich gestritten. 1816 wurde die Inselgruppe definitiv französisch. Wie viel Knoten Wind haben wir? Zwei. Zwei Knoten. Der eindeutig windstillste Tag in zwei Monaten Karibik. Das stimmt. Heute bei absoluter Windstille sitzen wir hier auf dem Weg nach Guadeloupe. In Guadeloupe werden wir einige Zeit verbringen, weil wir ein paar Dinge zu erledigen haben. Ja, also geplant sind 3 Tage eigentlich. Wir müssen dort den Segelmacher treffen für unser neues Segel. Der nimmt die Maße, dann wollen wir auch noch ein paar Sachen bei den örtlichen Geschäften besorgen, unter anderem auch unser Anti-Fouling. Ja, und einmal das Schiff putzen und dann geht's weiter. Und wir werden uns ein Mietauto nehmen und ein bisschen herumfahren, kurz was anschauen. Denn wir fahren ja dann weiter Richtung Norden und werden wieder zurückkommen und haben dann noch mehr Zeit, um uns alles genau anzuschauen. Dann kommt eine feine Segelbrise. Wo geht's hinein, ne? Und da ist das Ende, also das ist schon alleine die... Diese Südflanke ist schon ein ganz schönes Drum. Und dann geht es eigentlich nur noch mal so ein Poppel weiter. Schon groß. Aber das sind wieder so, keine Ahnung, Seegrasfelder. Ja, naja, die direkt vom Atlantik herein, gell? Unsere Seaweeds, unsere Lieben. Wie geht's dir? Bestens. Wir segeln gemütlich nach Guadeloupe, bei Sonnenschein. Wunderbar. Stimmt, kein Regen, kaum Wind, keine Welle. Danke. Eine Situation wie im Mittelmeer das letzte Mal. Schönstes Mittelmeersegeln ist das jetzt. Wir segeln da jetzt genüsslich hinüber. Das Groß ohne Reff, das hatten wir schon ewig nicht mehr. Grüne Landschaft und der beeindruckende Vulkan Soufrière. Seine letzte Eruption war 1977. Er ist mit knapp 1500 Meter der höchste Berg der kleinen Antillen. Unser Ziel ist die Marina Pas du Fort in Pointe-à-Pitre, der größten Stadt Guadeloupes. Sie liegt im Westen der Insel Grande-Terre und ist Hauptort und Sitz der Unterpräfektur des Arrondissement Pointe-à-Pitre.
Was holst du da jetzt? Das ist unser alter Code Zero, der ja beim Leg 1 im Atlantik bei einer Böe mit knapp 25 Knoten leider gerissen ist. Aber er war ja auch schon alt. Wir spenden den jetzt hier einer Gruppe, die mit Kindern daraus so kleine Fallschirme baut, mit denen sie dann hinter einem Motorboot sich nachziehen lassen und ein bisschen fliegen und Sonnenschutz basteln. Und ja, es ist so ein Sozialprojekt, und da wir dieses Segel nicht mehr brauchen können, spenden wir das jetzt dieser Gruppe. So. Bei den Maßen für unsere neuen Segeln herrscht noch Unklarheit. Es kommt ein Segelmacher aus Guadeloupe und vermisst das Ganze professionell. Vielleicht hilft uns das bei der Entscheidungsfindung weiter. So if it were mine, I would try to see if I can fit all the other sails retrofit, if you have enough place, because I think it's like. So, jetzt haben wir unsere Maße genommen für die neuen Segel. Wir bekommen jetzt ja ein Tradewind-Segel für das Boot, damit wir bei mittleren bis stärkeren Winden auch Downwind fahren können. Das Segel wird dann so bis 35 Knoten Warmwind funktionieren. Und bei der Gelegenheit habe ich auch mit dem Segelmacher besprochen, dass wir eigentlich trotz einer sehr großen und guten Rollanlage immer wieder Probleme haben, wenn so 20 Knoten wahrer Wind herrschen, den Kodi, also unser großes, buntes Downwind-Segel, einzurollen. Und da haben wir so Interessantes gelernt, da gibt es einen Tackswiffel, also das heißt, unser Segel ist so gebaut, das hängt sich hier ein und wird nachher von unten nach oben eingerollt. Und da entsteht dann meistens so eine Blase, die Sigrid kennt das bestens, und in die bläst der Wind stark hinein und macht das Rollen unheimlich schwer. Jetzt haben wir gelernt, da gibt es einen Tackswiffel, dann dreht sich das System um, das heißt, es wird von oben nach unten eingerollt und dadurch entstehen diese Blasen nicht mehr. Und dann lässt sich das Segel vielleicht einrollen. Also man sieht, man hört nicht auf zu lernen. Werden wir natürlich jetzt einbauen. Empfehlt unseren Kanal weiter und schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir besichtigen die Insel und zeigen euch im nächsten Film einige Highlights. Bevor es weiter nach Antigua geht, Insel Nummer 10.